Regierungschef Klaus Tschütscher traf sich heute in Vaduz zu einem Arbeitsgespräch mit Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll. Im Mittelpunkt des freundschaftlichen Treffens standen regionale Fragen sowie die Zusammenarbeit zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und Österreichs größtem Bundesland Niederösterreich. Im Wesentlichen sind es drei Schwerpunkte, die ich mit dem Herrn Regierungschef diskutieren durfte. Das eine zunächst einmal die Rolle der Regionen, der überschaubaren Regionen im größeren Europa. Das macht deswegen Sinn, weil natürlich Liechtenstein als Region, eine stark prosperierende Region mit einer unglaublichen Wirtschaftskraft, einen ganz wesentlichen Beitrag in Europa leisten kann. Und ein Schulterschluss mit einer Region wie Niederösterreich natürlich unglaublich viel bringen kann. Der Kernpunkt ist einfach der, dass man immer mehr und mehr heute sehen muss, dort wo die kleinen überschaubaren Einheiten gut funktionieren, dort ist auch ein Kit im Zusammenhalt für das größere Europa vorhanden. Der zweite Schwerpunkt, der ist sehr wichtig für uns als Niederösterreich auch im Bereich der Wissenschaft und Forschung und Bildung. Liechtenstein hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, sehr viel Geld investiert in die Wissenschaft und Forschungsinfrastruktur. Wir haben ähnliche Anstrengungen unternommen in Niederösterreich und daher liegt es einfach auf der Hand, dass wir überlegen, wo gibt es Zusammenarbeitsmöglichkeiten, um auf diese Art und Weise auch Synergieeffekte nutzen zu können. Und es bietet sich an, dass die Donau-Universität in Krems in Niederösterreich eng zusammenarbeitet mit der Universität in Liechtenstein, insbesondere im Bereich der Architektur und im Hinblick auf nachhaltiges Planen und Bauen. Weil natürlich der sorgsame Umgang mit Grund und Boden in Liechtenstein mindestens so eine große Herausforderung ist, wie das etwa in Einzelregionen in Niederösterreich der Fall ist. Ja, und der dritte Punkt, der liegt überhaupt auf der Hand, weil Niederösterreich natürlich durch die Liechtensteiner, das Haus Liechtenstein in einer langen Geschichte natürlich sehr viel profitiert hat. Das Haus Liechtenstein hat für die Entwicklung der Region Niederösterreich, insbesondere im Norden unseres Bundeslandes, unglaubliche Verdienste. Gott sei Dank nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der heutigen Zeit. Schloss Wilfersdorf ist für uns in Niederösterreich, wenn Sie so wollen, ein Juwel, wo es einfach darauf ankommt, dass wir eine gute Achse, gut zusammenarbeiten als Niederösterreich mit dem Haus Liechtenstein. Und wir nutzen diese Zusammenarbeit nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene für die Entwicklung der Region, sondern gleichzeitig auch als eine wunderschöne kulturelle Plattform. Es wird im kommenden Jahr eine große Landesausstellung in Niederösterreich geben und in Schloss Wilfersdorf wird eine Ausstellung organisiert mit dem Thema Spuren der Liechtensteiner in Niederösterreich und im angrenzenden, benachbarten Tschechien. Das ist deswegen sehr wichtig, weil ich einfach glaube, dass man zunächst einmal den historischen Hintergrund sehen muss, auf den man aufbaut, wenn man in der Gegenwart politische Arbeit leisten möchte und vor allem die Zusammenarbeit zwischen dem Haus Liechtenstein auf der einen Seite und dem Bundesland Niederösterreich auf der anderen Seite hat eine unglaublich wichtige historische, aber auch zukunftsträchtige Dimension. Zwischen Liechtenstein und Niederösterreich ist es eben aufgrund der historischen Wurzeln schon etwas Besonderes. Es ist sehr emotionell was aus Freundschaften sich herausentwickeln kann, merkt man gerade durch diesen Besuch und durch dieses Miteinander. Wir werden von niederösterreichischer Seite im Zusammenhang mit der Agenda 2020 sehr viele Ansätze für die Zukunftsdiskussion mitnehmen. In erster Linie deswegen, weil die Agenda 2020 aufbaut auf Grundwerten des Zusammenlebens in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft. Das ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wenn Sie so wollen, etwas unter die Räder gekommen. Und ich habe den Eindruck, dass hier Liechtenstein eine Vorreiterrolle spielt und das gute Verstehen zwischen dem Regierungschef auf der einen Seite und uns in Niederösterreich auf der anderen Seite, das ist natürlich schon eine wunderschöne Plattform, wo wir uns direkt austauschen können und vor allem, wo wir auch direkt voneinander profitieren können.